Hallo da draußen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute die Rezension zu Starters und Enders, zwei Romane in einem Band von Lissa Price. Diese Ausgabe ist erschienen am 9. März 2015. Sie kostet 15 Euro für 752 Seiten. Ist im Piper Verlag erschienen, von wo ich es freundlicherweise als Rezensionsexemplar bekommen habe. An dieser Stelle nochmal ganz dicken Dank. Und die Gesamtausgabe bekommt von mir zwischen 3,5 und 4 Sternen. Warum, weshalb, wieso, erzähle ich euch gleich. Aber erstmal ein bisschen den Klappentext. Erstens, Vorsicht, Sie haben den Körper eines anderen Menschen gemietet. Zweitens, es ist nicht gestattet, den gemieteten Körper zu verändern oder zu verletzen. Drittens, wir haften nicht für illegale oder gefährliche Aktivitäten, die Sie mit dem gemieteten Körper ausüben. Ja, also, worum geht es hier? In Starters treffen wir als Leser auf Kelly und Tyler Woodland, die sich zusammen mit Michael durchschlagen müssen. Die Handlung setzt ein Jahr nach den sogenannten Sporenkriegen, wobei die Luft quasi mit Sporen verunreinigt wurde, die dazu geführt haben, dass die Menschen gestorben sind. Es ist so, dass zu Beginn nur die Jungen, die sogenannten Starters, und die ganz Alten, die Enders, geimpft wurden. Und kaum welche von den Middles, also so quasi die Kindergeneration. Du hast also Großeltern und Enkelkinder jetzt noch und dazwischen fehlt alles. Und es ist so, dass Starters, also Jugendliche, keine Jobs annehmen dürfen. Die dürfen also nicht arbeiten, sie können sich den Lebensunterhalt nicht verdienen. Und das bedeutet, wenn sie nicht gerade noch einen lebenden Verwandten in Form von Großeltern haben, sitzen sie quasi auf der Straße, haben kein Einkommen, müssen irgendwie sehen, wie sie klarkommen. So geht es auch Kelly, die für ihren kleinen Bruder Tyler verantwortlich ist und sich so gut es geht um ihn kümmert und sich mit Michael, einem weiteren Starter, zusammengerottet hat irgendwie und die versuchen halt zu überleben. Und dann hat Kelly ein Gerücht von etwas, das sich die Bodybank nennt, wo man hingeht und quasi seinen Körper ja vermietet, also man wird in eine Art Schlafzustand gelegt und über einen Link kann sich ein alter Mensch beim Einloggen, wenn man so möchte, der mietet den Körper dieses jungen Menschen quasi und kann dann für eine bestimmte Periode, halt diese Leihfrist quasi, den Körper benutzen, um sich wieder jung zu fühlen. So, ja, und in Starters geht es dann darum, dass Kelly genau das macht, weil einfach, wenn ihre Mietlaufzeit, also wenn ihr Vertrag ausläuft über 3 Mieten, die erste ist kurz, die zweite ein bisschen länger und die dritte geht, glaube ich, über bis zu 3 Monaten, wenn ich das noch richtig weiß, dann kriegt sie eine horrende oder für sie horrende Geldsumme, mit der sie sich leisten könnte, ein Haus zu kaufen und Tyler zu versorgen. Das Problem ist nämlich auch, dass ihr jüngerer Bruder relativ schwach ist oder eher so schwächlich und so ein bisschen kränkelnd ist. Ja, und es geht dann in Starters darum, wie sich Kylie damit schlägt, halt auch, wenn sie immer wieder nur aufwacht, nachdem sie gemietet worden ist und keine Erinnerung hat, was sie getan hat. Und es gibt ja noch einen Twist. Und dieser Twist führt halt zur Fortsetzung Enders, wo alle Rätsel gelöst werden. Ich wollte diese Rezension bewusst spoilerfrei halten. Wenn irgendwer gerne mehr Infos dazu möchte, dann lasst mir gerne unten einen Kommentar da. Dann mache ich nochmal eine Rezension extra zu Enders mit Spoilern dann. Ja, was gibt es zu dem Buch zu sagen? Also, ich muss sagen, Starters hat mich total begeistert. Das Tempo ist halt so ab nach dem ersten Drittel, wenn so ein bisschen diese Welt, das Worldbuilding vorbei ist, wenn die Welt eingeführt worden sind, wir wissen, worum es geht, ist das Tempo sehr, sehr hoch, was ich total gut fand. Es hat einen so richtig reingezogen. Man hatte irgendwie, genau wie Kelly, keine Atempause. Es ging halt immer nur weiter, 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 weiter. Es geht ums Überleben. Fand ich total super. Und dann gibt es am Ende halt einen Twist, beziehungsweise zwei, die man überhaupt nicht hat kommen sehen. So, und dann diese total verwirrende Situation aus vom Ende von Starters ist dann quasi in Enders direkt aufgegriffen, weil Enders schließt quasi nahtlos an, also man könnte es auch als ein Buch lesen.
Tatsächlich, deswegen finde ich diese Ausgabe total sinnvoll. Ja, und in Enders geht es dann halt darum, was mit denen geschehen soll, die halt die Körper vermietet haben. Weil, wie sich jeder denken kann, da wurde natürlich Schabernack mitgetrieben. Also, wer hält sich denn an sowas? Und wie halt auch diese Gesellschaft damit umgehen soll. Und ich finde, Carly macht einen sehr guten Kommentar, dass quasi nur ihre Generation und vielleicht die Generation danach noch das Problem mit Status und Enders haben wird, weil die jetzigen Status werden halt heranwachsen und zu sogenannten Middles werden. Und dann gibt es diese Lücke nicht mehr in der Altersstruktur. Dass das quasi nur ein vorübergehendes Problem ist, aber solange es das gibt, muss man halt irgendwie schauen, was man damit tut. Und darum geht es dann halt auch so ein bisschen in Enders. Was tut man, wie tut man es? Und wir treffen dann auf jemanden, der hatte einen Plan, das System zu zerstören, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Ja, das Ding halt, ich fand Status richtig gut. Dem habe ich auch 4 Sterne gegeben. Ich habe das halt auf einer Zugfahrt zu Ende gelesen und habe mir dann sofort Enders gekauft. Und in Enders, also Enders nimmt am Anfang sehr gut Fahrt auf. Und was mich aber so ein bisschen stört, die Frage, die am Ende von Status aufgeworfen wird, wird nicht sofort beantwortet, sondern da ist erst so ein bisschen, eine Flaute ist falsch, aber es werden erstmal andere Sachen vorgeschoben. Was für mich recht schwierig war, weil mir einfach diese Frage quasi so unter den Nägeln brannte, mit was da los ist. Und ja, dann gibt es auch so ein paar Wendungen. Also, es gibt 2 Wendungen, die ich nicht gut finde und die ich auch einfach literarisch schlecht gemacht finde, weil sie wirklich sehr an den Haaren herbeigezogen sind. Und das Traurige daran ist halt, die Autorin kann es im Grunde, weil im späteren Verlauf von Enders macht sie ein paar, baut sie ein paar wirklich sehr, sehr gute Wendungen ein. Das hat mich ein bisschen geärgert. Deswegen kann ich insgesamt nicht mehr als 4 Sterne dafür vergeben. Trotzdem finde ich, Stardust ist eine absolute Leseempfehlung und ob man dann Enders lesen möchte, muss halt jeder für sich entscheiden. Leider kann man Stardust einfach nicht so stehen lassen aufgrund des Endes. Man müsste dann irgendwie, also man kann halt auch nicht vorher abbrechen. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde es einfach jedem mal empfehlen, wenn er sich so ein bisschen für Science Fiction interessiert. Es ist eine Dystopie, ja, aber eine Dystopie, die meiner Meinung nach anders funktioniert als andere Dystopien, die man in letzter Zeit so zu lesen bekommen hat. Deswegen 4 Sterne und ein Lesetipp. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über ein Like oder ein Abo und ich sehe euch dann einfach zum nächsten Video. Ciao!